Name ist Alexandra Willer und ich mache den heutigen Podcast und berichte aus der heutigen Sitzung. Das erste wichtige Thema ist im Zusammenhang mit der Überleitung der DRK-Schwestern in das Uniklinikum Essen. Wird es nächste Woche Mittwoch am 5. April eine gemeinsame Informationsveranstaltung vom Vorstand mit dem Personalrat geben, um über das weitere Vorgehen zu informieren, und es werden auch Fragen beantwortet. Die Termine sind schon mal jetzt vorab angekündigt von 8 bis 9 Uhr am 5. April im Deichmann-Auditorium und am gleichen Tag vom 14 bis 15 Uhr im Audimax. Aber es erfolgt auch nochmal eine separate Einladung des Vorstandes. Dann hatten wir heute die Arbeitszeiten in der Physiotherapie von den Kolleginnen und Kollegen, die auf der Anna-Int arbeiten. Da soll am Wochenende ein Dienst eingeführt werden. Wir haben mit den Kollegen gesprochen und hatten auch einen Betroffenen in der Personalratssitzung. Es sind noch etliche Fragen offen, deswegen haben wir die Maßnahme erstmal beabsichtigt abgelehnt und werden sie dann voraussichtlich nächste Woche mit dem Arbeitgeber Uniklinikum dann noch erörtern und die offenen Fragen eventuell klären können. Wir hatten außerdem heute einen Bericht aus dem Lenkungskreis zur Umstrukturierung der Augenklinik. Das ist ja nötig, weil da zwei Klinikdirektoren in Rente gehen und dementsprechend Veränderungen anstehen. Es gab ein erstes Lenkungskreistreffen letzte Woche und darüber ist heute besprochen worden. Und wir sind aber auch natürlich im Kontakt mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die wir vertreten. Wir hatten außerdem eine Organisationsmaßnahme, dass die Station M2AC wieder getrennt werden soll. Da haben wir auch mit allen betroffenen Kollegen gesprochen und das findet deren Zustimmung, und dementsprechend haben wir uns dann auch verhalten und der Maßnahme die Zustimmung gegeben. Und als letztes gibt es zu berichten, dass gestern die Kantinenausschusssitzung stattgefunden hat. Da sind wir darüber informiert worden, dass das Frontcooking-Angebot vergrößert werden soll. So ganz genau, wie das dann sein wird, es wird wohl ein mittelpreisiges und ein etwas teureres Frontcooking-Essen zukünftig geben. Das soll in den nächsten Wochen anlaufen und dann ausprobiert werden, ob es auch angenommen wird. Aber zumindest wird erstmal versucht, das Angebot zu erweitern. Das war's aus der heutigen Sitzung. Ich hoffe, dass alle DRK-Mitglieder, die Informationsbedürfnis haben, nächste Woche zu der Veranstaltung kommen können. Und ansonsten stehen wir natürlich auch für Fragen für die Fragen, die zwischendurch sich stellen, auch jederzeit natürlich weiterhin zur Verfügung. Danke und tschüss.